Radio SAW. Angie fast allein zu Hause. Jetzt erst recht. Ja, im Frühstück schaffe ich locker. Bin ja in Rente. Du, also das war endlich mal eine mir angemessene Einladung im Schloss Bellevue. Wenn der König von England da ist, dann sollte eben auch die Königin außer Dienst von Deutschland mit am Staatsbankett sitzen. Aber war der Scholz nicht da? Der Bundeskanzler war nicht da. Ich meine, wozu sollte man sich auch einen langweiligen Verwaltungsbeamten mit an so einen illustren Tisch holen, nicht? Wo war denn der? Ich glaube, der hat einen anderen Termin. Einweihung einer neuen künstlichen Sauenbefruchtungsanlage in Brandenburg zusammen mit dem Landwirtschaftsminister Cem Özdemir oder so. Du, ich saß übrigens neben Campino von den Toten Hosen. Und wir haben natürlich hauptsächlich über Fußball gequatscht. Die desolate Vorstellung von Hansis Jungs gegen Belgien und natürlich über Rock'n'Roll und Punk. Ha. Nun, Camilla und Charles sind wirklich super nett. Aber du, die Camilla schmatzt. Das hast du noch nicht gehört. Alter Schwede, die hat das Weidehuhn mit Pilzen sowas von in sich reingestopft. Da wusste man nicht, wer mehr Erfüllung Interess hatte. Das Weidehuhn erst oder Camilla danach? Die feine englische Art war das nicht. Oh, ja, ich komm, ja. Du, ich muss jetzt auch los, Jochen. Ich meine Joachim. Ach, und wenn Charles anruft, ja, hier liegt sein Portemonnaie. Habe ich versehentlich eingesackt. Der Wein war einfach zu gut. Habe aber nichts rausgenommen, außer den Kinderfotos von Harry und William. So süß. Tschaui. Na, guten Morgen, Robert. Guten Morgen, Falks, muss man sagen. Na, Robby, hast du auch so einen Kater? Pff, nein, mir geht es gut. Ich saß ja nicht neben Campino. Warum hast du eigentlich die ganze Zeit so böse zum Christian Lindner rübergeguckt? Weil er ohne Unterbrechung von seinem alten Porsche geschwärmt hat. Ein Verbrenner. Das ist doch nicht so schlimm. Manchmal weiß man eben bei solchen Anlässen gar nicht, was man reden soll. Aber du sag mal, dass Kamala Harris die Vizepräsidentin der USA war, aber das hat mich doch gewundert. Frau Merkel, das war Mozi Mabuse. Ups. Mist, wie peinlich. Ist das jetzt Unwissenheit oder schon ein bisschen Rassismus? Ich denke, von beidem etwas. Also Frau Merkel, wirklich. Robert. Angie fast allein zu Hause. Die besten Comedies für euch. Nur auf Radio SAW. Superhits fürs SAW-Land.